Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal auf Dust MC und zwar spielen wir den neuen Modus Quick Bed Wars. Ja, wie der Name schon sagt, Quick Bed Wars. Ja, schnelles Bed Wars im Prinzip. Und ja, das Ganze gibt es einmal im Zweierteam und einmal alleine. Und ja, ich würde sagen, weil die Runden ja, wie gesagt, quick sind, werde ich höchstwahrscheinlich zwei Runden machen. Einmal alleine und einmal im Duo. Ja, mal gucken, wie die Runden so werden. Wenn ich jetzt allzu sehr verkacke, werde ich das Ganze natürlich jetzt nicht direkt hochladen, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, so trotzdem verliere, aber trotzdem gut gespielt habe, dann werde ich das Ganze trotzdem hochladen. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich direkt gewinne. Ja, deswegen stellt euch darauf an, dass ich vielleicht auch verlieren könnte in diesem Video. Und ja, mal schauen, wie das Ganze so wird. Ja, Quick Bed Wars müsste, wie gesagt, schon ein Begriff sein. Ist halt, so wie Quick Survival Games, ja, eine Aufmachung von diesem Modus in schwer. Und ja, ich bin direkt erstmal gestorben, nice. Ja, und ja, das Ganze jetzt erstmal hier solo. Ja, hier gibt's übrigens alles ganz normal, bloß hier gibt's halt eine Diabrust für 4 Gold. Ja, dann gibt's hier nochmal irgendwie so Sets, gibt's hier dann so ein Gold-Set mit verschiedenen Sachen oder Silber-Set mit Jump-Potion, Speed-Potion und so weiter. Ja, also lohnt sich schon, diese Sachen dann direkt zu kaufen. Ja, also im Prinzip dazu Blöcke ganz normal, gibt's hier halt noch ein paar besondere Blöcke. Ja, und hier gibt es auch Teamblöcke. Ich denke, wer Dust MC kennt, also wer Bed Wars auf Dust MC kennt, der wird wissen, dass man mit diesen Teamblöcken, dass die halt nur ein Team betreten kann, sozusagen. Ich baue mich jetzt erstmal noch nicht in die Mitte, weil ich halt erstmal alles erklärt habe, dass halt nur dein Team sozusagen betreten kann, die Blöcke und das andere dann dahin durchfallen. Das ist sehr praktisch, um sich in die Mitte zu bauen. Ohne dass andere, ja, daherlaufen können. Die müssen sich dann nicht erst von oben dahin bauen. Und ja, finde ich sehr praktisch. Ich habe jetzt erstmal alles erklärt, deswegen habe ich mich jetzt nicht direkt in die Mitte gebaut. Und ja, wir kaufen uns jetzt hier erstmal so ein tolles Set. Das lohnt sich schon. Ja, die Lederrüstung haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber das Holzschwert und die Spitzhacke lohnt sich mehr, als wenn man es einzeln kaufen würde eigentlich. Denke ich mal. Würde das Ganze auch keinen Sinn machen. Ja, und ich glaube natürlich auch, ja. Ja, wenn ich es mir angucke, lohnt sich natürlich schon. Ich weiß jetzt natürlich den anderen Preis nicht, aber ja, das kostet schon ein Silber, keine Ahnung. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, und ich habe mich aus dem Grund, weil es Quick Bed Wars ist, nicht direkt in die Mitte gebaut, weil, ja, weil man halt dann auch so schnell gekillt wird. Und ja, jetzt könnte ich mich perfekt in die Mitte bauen, denn in dem Spiel gibt es keinen Bogen und keinen Knockback-Stick. Ja, finde ich ganz nice, dafür sind die Maps auch extrem klein. Ja, also hier gibt es keinen Bogen und keinen Knockback-Stick. Zum Abfacken eine Angel gibt es, glaube ich, aber ja, sonst halt nichts zum Runterschlagen. Deswegen, hier wäre eigentlich eine Angel sogar sinnvoll. Praktisch. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich werde jetzt erstmal mir die Schnelligkeit und die den Jump Boost gönnen. Ja, einmal eine Minute Sprungkraft und einmal 2 Minuten Schnelligkeit. Finde ich ganz nett. Ja, gehen wir jetzt mal hier rüber. Ich finde den Spielmodus echt nice, muss ich sagen. Ja, mal schauen, was ich jetzt so noch reißen kann. Rot und ich sind noch drinne. Okay, alles klar. Mein Respawn-Block, wie haben die das denn jetzt geschafft? Gibt es hier eine Enderperle oder? Ja, da gibt es eine Enderperle. Ja, okay, GG. Ja, habe ich verkackt, aber ist ja Quick Bed Wars, das heißt, ich nehme jetzt 4 Minuten gerade mal auf, dann mache ich jetzt einfach nochmal eine Solo-Runde. Ich muss jetzt euch erstmal alles erklären und jetzt geht's erstmal gleich richtig los. Ja, du und Bed Wars kommt dann gleich, dann mache ich sozusagen 3 Runden, weil ich muss euch jetzt erstmal alles erklären. Da hat es jetzt nichts gebracht, direkt in die Mitte zu gehen. Ja, aber jetzt werde ich richtig loslegen sozusagen. Hier gibt es auch so Kits anscheinend. Einmal hier Müll, einmal löscht die ausgewählten Kits. Oder hier ein einmaliges Kit. Man kann anscheinend nur ein einmaliges Kit kaufen. Ja, und was gibt's hier denn so? Ja, hier gibt es, denke ich mal, die Standardsachen, die sind Dust MC Bed Wars auch gibt. Ja, übrigens hat man einen Respawn-Block bei Dust MC Bed Wars. Das müsste halt bei allen bekannt sein. Ja, den kann man in Quick Bed Wars auch schneller abbauen, als man ihn normalerweise abbauen kann. Im normalen Bed Wars. Ja, ist aber auch logisch, weil sonst wird es Ewigkeiten dauern. Und ja. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Die Sets finde ich halt recht cool wegen den Potion-Effekts. Ja, ist schon ganz gut gemacht mit den Sets. So habe ich das auch noch auf gar keinen anderen Server gesehen. Muss ich sagen, spannende Idee, auch wie die Items auch gepeppt haben. Aber naja, vielleicht hätte man auch, muss ich sagen, ein paar andere Features noch einbauen können, weil das sind jetzt im Prinzip nur die Sachen,
in Anführungszeichen nur ein paar Items, die die anders gemacht haben und halt die Maps kleiner. Vielleicht hätte man da noch was anderes einbauen können, aber ich finde die Idee schon mal an sich ganz nice. Ja, also habe ich eigentlich auch gar nicht viel zu meckern, außer wie gesagt, der Punkt, den ich gerade genannt habe, dass man vielleicht sich noch ein paar andere Sachen hätte einfallen lassen können, aber ich finde, es reicht auch schon so eigentlich. Ja, und er will jetzt, glaube ich, direkt rüber. Er will es, glaube ich, wissen. Nee, doch nicht. Er will nur mich ein bisschen abfacken und die Sachen versuchen abzubauen. Oder will das? Will das wissen? Nee, er wollte nur nach da oben, weil es da anscheinend, denke ich mal, mehr Gold gibt oder so, keine Ahnung. Ja, wir werden das Ganze jetzt erstmal hier austauschen. Erstmal, keine Ahnung, das war jetzt dumm, dass ich mich erstmal so in die Mitte gebaut habe. Ja, keine Ahnung, er kann mich jetzt leicht runterboxen, aber ist mir jetzt relativ egal. Viele wissen das auch mit den Blöcken nicht, deswegen. Ja, und übrigens bei 5 buggt immer ein anderer Spielername drin, also das ist nur ein Bug, keine Angst. Ja, frag mich nicht, warum das so ist, aber naja. Ich würde sagen, ja, wir können es vielleicht mal einbauen, das ist aber auf das sind eigentlich nicht so wichtig, weil es trotzdem ein bisschen dauert, bis man den abgebaut hat, aber in Quake Bedrock geht es ganz schnell, deswegen baue ich ihn einfach rein. Ja, wir haben so viel Silber, das ist eigentlich ganz nice. Dann kaufe ich mir direkt mal hier wieder das Set. Gerade, okay, zack, dann haben wir auch direkt eine bessere Spitzhacke, wie schon eben erwähnt. Das ist dann natürlich auch noch besser, als es so schon ist. Brauche ich hier noch was? Ja, okay, wir haben hier nur ein Holzschwert bekommen bei dem Set, aber dafür haben wir halt so nette Potions. Ja, die kosten hier, ja, okay, die kosten auch Bronze. Das ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich besser ist, diese Sets zu kaufen. Ich weiß es echt nicht. Also die Potions sind natürlich recht nice, aber wenn die auch nur Bronze kosten, dann weiß ich echt nicht, ob das wirklich die beste Art ist, weil ich dachte, die kosten so 5 Silber oder so, dann wäre es natürlich billig gewesen im Verhältnis, aber naja, kann auch sein, dass es nicht so ist und dann, ja. Der hat hier so mega OP-Stuff mit Diabrust und so ein Scheiß. Naja, mal schauen. Es lebt noch jeder momentan, das ist schon krass. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass noch jeder lebt. Ist ja auch recht schwer abzusehen, muss ich sagen, aber naja. Kann man nichts machen. Und ja. Er verkämmt sich hier in der Base, als wäre irgendwie keine Ahnung was. Ich glaube, zu dem gehe ich mal. Ich weiß nicht vielleicht, ob das was bringt, aber. Ja, der verkämmt sich hier in der Base. Ich weiß nicht, ob er so gut ist. Vielleicht ist er auch gut. Und ich unterschätze ihn gerade. Aber das weiß man natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. What the fuck, was hat der für eine Range? Okay. Alles klar. Okay. Der war schon echt gut eigentlich vom Hitten her. Aber das bringt ihm jetzt leider nichts. Okay, jetzt wird er mich abstauben, der einen. Ja, der wird jetzt zu mir gehen, der Dude. Oh. Ja, der wird das Ding reißen. Aber auch nur, weil er direkt in der Mitte war. Das wäre eigentlich auch praktisch für Quake Bedrock. Na, dumm. Das war dumm. Jetzt habe ich verloren. Bin ich denn behindert eigentlich? Ja, okay, es gibt ja auch leider keinen Knockback-Stick, wie schon erwähnt. Aber es ist praktisch, um das Ganze schnell zu kaufen. Muss ich sagen. Aber er will doch nicht zu mir. Lol. Okay, kann man mal machen, ne? Normalerweise wäre es so richtig schlau, dass er zu mir geht. Er geht wahrscheinlich auch zu mir, weil hier gibt es auch Enderperlen und kauft sich direkt eine Enderperle. Der andere hat die Enderperlen extrem verschwendet. Den gucke ich jetzt mal, wie viel die eigentlich kosten. Total. Okay, es kostet 4 Gold nur und eine Enderperle 5.
Ist also nicht so viel, muss ich sagen. Finde ich schon ganz nett. Ja. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt 20 Gold. Das ist extremst viel. So. Silber. Silber. Keine Ahnung, können wir uns noch was Besseres holen? Silber. Brauchen wir sonst noch irgendetwas? Tränke. Heilung, Regeneration können wir nicht mehr kaufen. So, kostet Gold, okay. Okay, machen wir es mal so, okay. Dann sind wir ganz gut equipped, muss ich sagen. Geht's nicht am besten. Er hätte jetzt eigentlich direkt zu mir gehen müssen und hätte mich dann locker klatschen können, eigentlich. Aber, naja, machst du nichts. Vielleicht sieht er uns auch irgendwie nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, doch er sieht uns jetzt. Er hat auch Sprungkraft, sonst könnte er sich nicht so schnell hochbauen. Oder er hackt einfach, aber das denke ich nicht. Ja, weil das wird schon mich echt wundern. Ja, okay, auf das MC. Ja, ich weiß nicht, ob da so viele Hacker sind. Eigentlich sind da ja gar nicht so viele Hacker. Muss ich sagen, oder? Vielleicht habe ich mich da auch vertan. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Ist der da unten und campt da? Nee, also. Das wäre jetzt auf jeden Fall zumindest eine gute Taktik, finde ich. Ja, Bogen gibt es hier wie gesagt alles nicht. Ja, er gönnt sich jetzt mal Sprungkraft, aber so hoch kann er da jetzt auch nicht. What the fuck, wie hoch ist denn seine Sprungkraft? Okay, die ist schon echt stark, muss ich sagen. Oh fuck. Hä? Wie stark war der denn? What the fuck? Man. Erstmal direkt das Bronze-Set gönnen. Da hat man auch direkt die Potions. Also wenn man wirklich angegriffen wird, ist das sehr, sehr praktisch. Vor allem auch direkt Blöcke und alles. Also da kann man sich wirklich schnell re-equippen, muss ich sagen. Also dafür sind die Sets eigentlich eher praktisch, finde ich. Gönnt er sich eine Enderperle? Ich glaube, er gönnt sich eine Enderperle. Der werde ich hier erstmal sein Gold snacken. Ja, er gönnt sich eine Enderperle zu 100%. Wenn nicht sogar zwei. Ja, er gönnt sich auf jeden Fall heftig. Nein! Mist, aber er spielt nicht so gut. Er ist einfach nur OP-equipped. Er hat einfach nur OP-Vorteil, muss ich sagen. Ja, er ist bei uns. Das war's. Er baut nicht unser Dings ab. Wie dumm ist der eigentlich? Oder er könnte uns doch locker klatschen gleich. Er wird uns auch gleich klatschen, ja. Aber wie schnell ist der immer bei uns? Das ist echt abnormal. Ich baue mich jetzt mal ein. Er ist noch nicht gar nicht, ist auch gar nicht da. Ich denke, er wird jetzt direkt dahin laufen, ja. Ja, okay, das war's für uns. Naja, finde ich, das war jetzt kein gutes Game, finde ich, weil er hätte einfach den Equip-Vorteil. Naja, das wird jetzt eine etwas längere Folge, deswegen gehe ich einfach nochmal in ein Team-Match. Ich habe jetzt nicht vollständig verkackt. Ich hätte ihn locker besiegen können, wenn er den Equip-Vorteil nicht hätte, aber. Naja, hat er trotzdem ganz okay gemacht, aber. Ja, ich fand, er hat nicht so gut gespielt. Er hat schon viele dumme Sachen gemacht. Ja, er hat halt einfach den Equip-Vorteil. Muss man eigentlich ganz ehrlich mal so sagen. Okay. Er hat erstmal schön Damage bekommen. Ich dachte, man könnte erst sein Teammate schlagen, weil er Damage bekommen hat, aber war wohl doch nicht so. Ja, die Map hatte ich noch gar nicht. Die finde ich eigentlich ganz auch ganz nice. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr ja mehr Parts von diesem Quick Bed Wars sehen, aber
Tatsächlich denke ich mal erstmal normale Sachen bringen, wegen Schule und so. Ist auch schwierig, dann ein gutes Gameplay zu spielen. Aber ich habe ja nicht vollständig verkackt in der letzten Runde. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal aufnehmen, weil ja, ich habe jetzt auch nicht so extrem viel Zeit gerade, weil ich, wie gesagt, halt Schule habe. Da habe ich halt nicht so viel Zeit. Aber naja, ich denke mal, da ist ein Spieler, weil es buggt so mit F5. Der baut sich auch nicht in die Mitte. Ich bin eigentlich immer der, der sich nie in die Mitte baut. Frag mich nicht warum, aber es ist so. Aber egal, dann gehen wir jetzt einfach mal rüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, weil da sind ja schon recht viele in der Mitte, aber zum Glück gibt es ja keinen Bogen oder so. Das heißt, die könnten halt nur wieder, wie gesagt, diesen Diabrust-Vorteil und den Schwert-Vorteil haben. Mehr könnten die eigentlich nicht als Vorteil haben. Ja, aber der ist halt schon echt ausschlaggebend. Man merkt, man braucht hier wirklich Gold. Ah, der trifft uns besser, ja. Okay. Sowas regt mich immer mega auf. Wenn ich ihn sowas dann nur noch verliere, könnte ich auf meine Tastatur schlagen. Aber ich habe ihn irgendwie noch gekillt. Ist er runtergesprungen oder so? Keine Ahnung, ich habe ihn irgendwie noch gekillt. Ist auf jeden Fall nice. Jetzt hat er das Gold zumindest nicht. Sowas ärgert mich immer am meisten, wenn ich so ein 1v1 verliere. Dann könnte ich auf meinen Tisch schlagen und so. Keine Ahnung, das ärgert mich mega einfach. Früher, wo ich noch nicht so, ich sag mal, ruhig geblieben bin, sind da sogar schon ein paar Beleidigungen gefallen, muss ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Bei mir ist es halt manchmal so, dass ich schnell rage beim Zocken. Zumindest wenn ich alleine bin, rage ich extrem. Ja. Machst da aber nichts, würde ich mal so sagen. Ja, das. Okay. Wir haben jetzt schon ein extrem nice Schwert. Dann gönnen wir uns gleich nochmal die Diabrust, wenn wir jetzt nicht runtergeschlagen werden, was ich schon fast befürchte. Nee, wir haben es sogar geschafft. Aber ich weiß nicht, vielleicht werden wir ja gleich runtergeschlagen. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ey, muss man sich ja nicht Sorgen machen, dass man runtergeschossen wird, weil es ja, wie gesagt, keinen Boom gibt. Und ja, hier können wir uns das direkt nochmal gönnen und dann sind wir eigentlich schon mega gut ausgerüstet, muss ich sagen. Die Diabrust ist einfach so nice, muss ich sagen. Ich sage mal die ganze Zeit, muss ich sagen. Voll lustig eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, ist Gelb jetzt eigentlich down oder leben die noch? Keine Ahnung, ich glaube, die leben noch. So viel Damage machen die jetzt auch nicht. Aber wenn die beide auf mich gehen, wird das kritisch. Ich hau mal lieber ab. Schnell raus aus, aus der Mitte. Hier gibt es ja eh keinen Bogen, womit man dann irgendwie campen kann. Ja. Deswegen werde ich das Ganze so erledigen. Wo gibt es jetzt eigentlich Eisen? Sollen dafür so einen Jump'n'Run machen oder wo ist hier Eisen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist hier oben Eisen? Lol, hier sieht man einfach die Spectator. Hier sind wirklich. Nee. Man sieht ihn einfach da. Ich verstehe nicht, warum es so ein bisschen rumbackt, aber mich stört es jetzt nicht so extrem. Es ist nicht schön, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich raste aus wegen dem Scheiß. Sondern, keine Ahnung, ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, okay, wir haben ihn da easy geholt. Er hat es aber angebaut. Das ist nicht sehr schön, da Bombe ist. Lieber mal an und unser Teammate macht einfach gar nichts, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Probleme hat oder so. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber es ist doch einfach so. Warum macht er nichts? Silber, Silber, Silber. Okay, das können wir nur mit Silber kaufen. Dann geben wir uns davon jetzt erstmal wenigstens mega viel zumindest, keine Ahnung. So, okay. Und dann legen wir das restliche Gold ihm hin. Komm, und das restliche Gold und das restliche Silber. Komm, sind wir heute mal großzügig. Ja, wenn da jetzt alle reinkommen, habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh nein, 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 er will zu uns. Er will Beef mit uns anfangen. Fragt mich nicht warum. Er legt sich mit dem Best Equipment an. Ich weiß echt nicht warum, aber naja. Okay. Ja, wenn er jetzt mal mitkommen würde und wir dann zusammen in die Mitte reingehen würden und er wenigstens halbwegs was kann, dann würden wir das Ganze auch überleben. Aber naja, er hat den einen Grün schon geraggt, das heißt, ist noch der übrig.
What the? Okay, der hackt. Der hackt. Wir haben ihn zwar geholt, aber er hackt. Das sah ich direkt. Ja, der hackt, der hat gehackt, aber er ist wenigstens down. Ich habe leider nicht die Sprungkraft. Ja, ich werde sterben. Doch nicht, aber ich habe... Ah, scheiße, Bad Game, ehrlich gesagt. Ich raste aber sowas extrem schnell aus, aber es ist doch einfach so. Mich regt das extrem auf. Naja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade scheiße spiele, aber gut. Der Rot war ein wenig dumm, muss ich sagen. Aber da ist noch einer an der Base. Ja. Na, wie dumm. Da waren ja die Steine auch. Nee. Das macht keinen Spaß, Leute. Das macht keinen Spaß. Und so scheiße bin ich jetzt gar nicht im PvP, aber es macht einfach gerade keinen Spaß. Ich spiele gerade einfach scheiße. Weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen motiviert bin, aber eigentlich auch nicht, ne? Aber okay, also ich weiß nicht, warum ich gerade scheiße spiele, weil ich bin ja wirklich jetzt nicht der Schlechteste im PvP. Natürlich auch nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste, muss man dazu sagen. Wreck ihn bitte, wreck ihn. Wenn du ihn nicht wreckst, dann bring ich dich um. Wenn ich's könnte. Ja, okay, gut. Das hat er wenigstens schon mal erfolgreich erledigt. Da kann man schon mal applaudieren. Spaß. Okay. Ja, da haben wir noch relativ viel Silber. Da gönnen wir uns jetzt erstmal ein wenig was. Okay, so. Okay, gönnen wir uns mal was. Ja, was kann sich noch holen? Das. Okay. So, okay. Ja, nice. Ja, es kam gerade jemand rein, deswegen konnte ich gerade nicht raiden. Aber naja. Jetzt bin ich wieder da und würde sagen, wir haben jetzt ein paar Leute gekillt, das ist schon ganz nice. Es sind gerade auch Betten gefallen. Wir müssen nur noch Rot auslöschen. Ich konnte gerade nicht reden, deswegen bin ich jetzt ein bisschen verpeilt. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, mal schauen, wie wir so das Ganze machen werden. Ob wir jetzt vergangen werden oder nicht. Da bin ich mal gespannt. So. Wir werden natürlich gewinnen, Leute. Man muss ja immer optimistisch bleiben. Okay. Der eine Grün ist auf jeden Fall tot. Wir könnten das Ding hier reißen. Ja, mal gucken. Ja, wir haben uns hier auf jeden Fall gut gegönnt. Also von Quick ist es jetzt ja echt nicht. Wir sind fast am Ende der Zeit und ich glaube, dann ist Deathmatch. Okay, dann mal eben hier. Okay, da haben wir uns geheilt. Und ich weiß nicht, wie es jetzt nach Ablauf der Zeit ist.
Ah, da ist einfach so, dass sich dein Respawn-Block zerstört oder wie. Das finde ich ein wenig blöd. Ich dachte an ein Deathmatch eher. Aber gut. Dann töten wir ihn jetzt einfach mal. Der Easy. Und da will mich einer abstauben. Und er schafft es höchstwahrscheinlich auch. Nice. Ich sag da nichts zu. Ganz klassischer Hurensohn. Aber okay. Er spielt im Team. Naja, trotzdem finde ich es erbärmlich. Ja, und er hat. Was habe ich für Mate? Was habe ich für Mate? Okay. Sag ich jetzt nicht zu. Waren jetzt relativ viele Scheißrunden dabei. Ja. Aber ich wollte einfach mal sagen, dass es jetzt ein neues Spiel muss, auf das ein Sieg gibt. Ich finde ihn ganz nice. Bloß bin ich darin jetzt noch ziemlich scheiße, obwohl ich eigentlich PvP nicht so scheiße bin. Aber naja, mal schauen. Ja, wie es so weitergeht. Ich denke, es wird irgendwann wieder weitergehen mit einer Runde. Okay, irgendwann ist relativ bald wieder weitergehen mit einer Runde QSG oder was weiß ich, irgendwas anderes. Ja, weil hier drin bin ich wegen der Scheiße, muss ich lieber ein bisschen privat trainieren. Naja, haut rein und ciao, Leute.